Lesung. Hallo, ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Zu Gast ist heute der Autor Michael Gizek. Hallo Michael, stell dich doch einfach mal vor. Ja, hallo Emilia, hallo Hörer. Wie gesagt, mein Name ist Michael Gizek. Ich bin 54 Jahre alt, wohne in Riedberg im Kreis Gütersloh und schreibe neben meinem Beruf noch Kriminalromane, die im Bereich Gütersloh, Bielefeld, also Ostwestfalen-Lippe spielen. Von Beruf bin ich Kriminalbeamter bei der Polizei in Bielefeld. Ich versuche dann halt auch das, was ich so in meinen Berufsjahren erlebt habe, in die Bücher mit einzubringen und das Ganze so nah an der tatsächlichen Polizeiarbeit zu schreiben, wie es halt auch tatsächlich so abläuft. Welches Buch hast du uns denn heute mitgebracht? Heute habe ich das Buch Webers Kinder mitgebracht. Das ist das erste Buch, das ich veröffentlicht habe. Und zwar war das bereits im Jahr 2019, als das erschienen ist. Und wie schon erwähnt, die Handlung des Romans spielt in Bielefeld und Umgebung. Und das ist eine Geschichte, die, ja, sage ich mal, von sehr skrupellosen Männern erzählt, die halt keine Hemmung haben, mit allen möglichen Sachen Geld zu verdienen, die nicht davor zurückschrecken, Kinder, ja, ich sag mal so salopp zu Geld zu machen und die halt auch in anderen schmutzigen Geschäften ihre Finger haben. Da hast du ja ein Thema aufgegriffen. Ja, das ist halt ein Thema, was mich mittlerweile auch beruflich sehr stark beansprucht, weil ich halt auch mittlerweile in dem Bereich arbeite. Und da ich selbst Vater von 5 Kindern bin, geht einem das schon ziemlich nah, was man da so manchmal mitkriegt. Und bisschen was von dem, natürlich jetzt nicht aufgrund einer wahren Geschichte erzählt, ist halt auch Handlungsgegenstand des Buches. Also ich bin jetzt sehr neugierig. Magst du gleich mal anfangen? Ja, klar, sehr gerne. Webers Kinder. Prolog. Georg Renner stand am Fenster seines Bürogebäudes im 8. Stock und schaute auf die Straße hinunter. Das Gebäude war erst vor kurzem fertig geworden und er hatte sein neues Domizil vor einer Woche bezogen. Es lag an der Kreuzung Eckendorfer Straße am Stadtholz auf dem Gelände eines ehemaligen Stahlwerks. Er hatte das Grundstück gekauft und das Stahlwerk abreißen lassen. Dann hatte er seiner Firma das Bürogebäude errichtet. Das Ganze war zu einem regelrechten Prestigeobjekt für ihn geworden. Genutzt wurde das Gebäude von 3 Firmen, die alle auf ihn als Geschäftsführer eingetragen waren. Eine Firma entwickelte Computerprogramme für mittlere und große Unternehmen. Die zweite war eine Immobilienfirma und die dritte forschte im Bereich der DNA. Insgesamt beschäftigte er allein hier 120 Personen. Die meisten gingen tatsächlich ihrer Arbeit im Bereich IT, Immobilien und DNA-Forschung nach. Es gab allerdings auch eine große Anzahl an Personen, die sich unter dem Deckmantel dieser Unternehmen mit ganz anderen Sachen beschäftigten. Und zwar mit solchen, die zum einen nicht ganz legal waren, dafür aber viel Geld einbrachten. In den vergangenen 20 Jahren hatte sich Renner ein großes Imperium aufgebaut und war mittlerweile in vielen legalen und illegalen Bereichen tätig, in denen das große Geld zu machen war. Wobei aktuell der illegale Bereich noch wesentlich mehr einbrachte als der legale. Er hoffte jedoch, in den nächsten Jahren seine legalen Firmen so effizient und bekannt zu machen, dass er sie verkaufen und sich zur Ruhe setzen konnte. In den letzten 25 Jahren hatte Renner viel Arbeit in seine Projekte gesteckt und kaum Zeit für irgendetwas anderes gehabt. Nicht selten hatte er tagelang durchgearbeitet und war auch des Öfteren einfach am Schreibtisch eingeschlafen. Für Familie und Freunde war ebenfalls keine Zeit und Energie da gewesen.
Die einzigen, die Freund nahe kamen, war der engste Kreis seiner Vertrauten. Irgendwann hatte er gemerkt, dass er nicht mehr alles allein schaffen konnte und daraufhin Männer um sich versammelt, denen er vertrauen konnte. Diesen Männern übertrug er Teilbereiche seiner Unternehmen. Es handelte sich dabei jedoch fast ausschließlich um untergeordnete Projekte. Die Männer wussten teilweise nicht einmal, für wen sie eigentlich arbeiteten. Die wirklich großen Sachen liefen noch immer über ihn und die Leute im innersten Zirkel, wie er seine allerengsten Vertrauten nannte. Es handelte sich dabei um Andrea Simon, Urs Fischer und Peter Craig. Diese drei Männer kümmerten sich um die Unternehmensbereiche, die das meiste Geld abwarfen, dafür aber auch das größte Risiko wagen. Bis jetzt war es ihm gelungen, aufgrund seiner Vorsicht größeren Schwierigkeiten aus dem Weg zu gehen. In der Vergangenheit hatte es stets Situationen gegeben, in denen ihm die Polizei oder andere Konkurrenten nahegekommen waren. Zwei- oder dreimal sogar gefährlich nah. Benner hatte diese jedoch noch rechtzeitig entschärfen können, bevor es für ihn selbst wirklich gefährlich wurde. Klar war dabei einige Opfer nötig gewesen. Er hatte allerdings in den Jahren seiner Tätigkeit darauf geachtet, solche nach Möglichkeit zu vermeiden. Manchmal ging es leider nicht anders. Er hatte dafür mittlerweile seine Leute und brauchte nur die Befehle zu geben. Am Anfang seiner Karriere musste er allerdings noch selbst Hand anlegen. Georg Renner schaute noch immer aus dem Fenster, als Andreas Simon das Büro betrat. Es war mittlerweile 18 Uhr und Renners Sekretärin hatte das Gebäude verlassen. Er blieb noch einen Moment mit dem Rücken zu seinem Besucher stehen, bevor er sich umdrehte. »Wie sieht es aus?«, fragte er ohne eine Begrüßung. »Es ist soweit alles vorbereitet«, antwortete Simon. »Die Lieferung wird in den nächsten Tagen eintreffen. Bis jetzt läuft alles ohne Probleme.« Der Mann nickte. »Sorgen Sie dafür, dass es so bleibt«, sagte er zu Simon, der abermals nickte. »Ich möchte nicht wieder so ein Fiasko erleben wie voriges Mal.« Mit einer Geste gab Renner Simon zu verstehen, dass er entlassen war. Dieser verließ ohne ein weiteres Wort das Büro, ehe sich Georg Renner erneut umdrehte und aus dem Fenster schaute. Als Marc-André Weber an diesem Morgen aufstand, spürte er, dass es ein schlechter Tag werden würde. Nach 3,5 Wochen Urlaub sollte es heute wieder sein erster Arbeitstag sein. Am Montag erst war er mit seiner Frau und den drei Kindern aus dem Urlaub auf Korsika zurückgekehrt. Es waren ihre ersten Ferien dort gewesen und es war zu einem absoluten Traumurlaub geworden. Zwar war es eine lange An- und Abreise mit dem Auto über jeweils 3 Tage, aber dennoch würden sie jederzeit wieder hinfahren. Darin waren sie sich einig. Sie hatten in einem einfachen, jedoch sehr schön gelegenen Haus an der Westküste Korsikas gewohnt. Bis zum Meer war es nicht weit gewesen und sie waren fast jeden Tag hingefahren. Teilweise hatte es Temperaturen von über 35 Grad Celsius gegeben. Und da tat eine frische Brise oder eine Abkühlung im Wasser sehr gut. Aber die Zeit war nun vorbei und Weber musste zurück zum Dienst. Weber arbeitete als Kriminalkommissar beim Polizeipräsidium Ostwestfalen-Lippe. Dort war er in der Abteilung 3 tätig, die Betrugsdelikte in allen Variationen bearbeitete. Mit einem tiefen Seufzen schwang sich Weber aus dem Bett und schlich aus dem Schlafzimmer. Seine Frau und die Kinder schliefen noch. Es waren noch Ferien und auch der Kleine musste nicht wieder in die Kita. Seine Frau Juna hatte bis zum Ende der Woche Urlaub. Sie arbeitete als Krankenschwester auf der Säuglingsstation des Kinderkrankenhauses in Osnabrück. Nachdem er sich im Badezimmer gewaschen und angezogen hatte, ging er in die Küche und setzte Kaffee auf. Weber wollte heute wieder mit dem Rennrad zur Arbeit fahren, da das Wetter schön zu werden versprach. Er fuhr seit einigen Jahren gern mit dem Rad und nutzte es häufig, um von ihrem Haus zur Arbeitsstelle zu fahren. Nachdem der Kaffee durchgelaufen war, schenkte er sich einen ein, gab Dosenmilch und 2 Stück Zucker hinzu, ehe er sich an den Küchentisch setzte. Während er den Kaffee trank, dachte er darüber nach, was für ein Berg an Arbeit ihn nach über 3 Wochen Urlaub wohl erwarten würde. Weber machte seinen Job gern, obwohl die Arbeitsbelastung hoch war und die Ermittlungserfolge nicht gerade Anlass zu Luftsprüngen boten. Es wird Zeit, ging es Weber durch den Kopf, schnappte sich seinen Rucksack und holte das Rennrad aus der Garage. Das Rad hatte er erst im Dezember letzten Jahres zu seinem 40. Geburtstag geschenkt bekommen.
Sein altes hatte im Laufe der Jahre einige Macken im Rahmen erhalten und die Anbauteile waren im Zweijahresrhythmus von ihm ausgetauscht worden. Nach insgesamt 8 Jahren wurde es ja auch Zeit für ein neues Rad. Und sein 40. war da eine gute Gelegenheit gewesen. Sobald der Frühling gekommen war, gab es für ihn kein Halten mehr. Bei jeder sich bietenden Gelegenheit war er unterwegs. Auch im Urlaub hatte er das Rad mitgenommen und zahlreiche Kilometer damit gemacht. Seine Frau Juna war teilweise schon sauer gewesen, wenn er erneut für 2 Stunden unterwegs gewesen war. Aber in 2,5 Wochen wollte er an einem großen Jedermannrennen in Hamburg teilnehmen. Und dafür musste er sich schon gut in Form bringen, um die 100 Kilometer in einer guten Zeit zu absolvieren. Er hatte sich vorgenommen, die Strecke diesmal unter 3 Stunden bzw. knapp darüber zu bewältigen. Weber stieg aufs Rennrad und machte sich auf den Weg. Um 8.30 Uhr betrat er schlussendlich frisch geduscht sein Büro im 2. Stock des Polizeipräsidiums Ostwestfalen-Lippe an der Nahariastraße. Das PPOWL, wie es abgekürzt wurde, umfasste die Stadt Bielefeld sowie die Landkreise Herford, Paderborn, Gütersloh und Lippe. Bis zum letzten Jahr hatte es noch ein eigenständiges PP Bielefeld gegeben und die Landkreise waren ebenfalls eigenständig gewesen. Das Polizeipräsidium Bielefeld war in dieser Zeit nur für Tötungsdelikte, Wirtschaftskriminalität und den Staatsschutz für alle Regionen zuständig gewesen. Nach den Landtagswahlen im Jahr 2012 hatte die neue Landesregierung jedoch beschlossen, ein Präsidium für ganz OWL einzurichten. Dies war auf dem Gelände der ehemaligen Hauptpost gebaut worden. Das alte Postgebäude hatte man abgerissen und durch einen 5-stöckigen neuen Gebäudekomplex ersetzt. Es gab viel Unmut und Unverständnis für diese Entscheidung, da dies zur Folge hatte, dass viele Kollegen einen weiteren Weg zur Arbeit hinter sich bringen mussten. Aber auch in der Bevölkerung hatte es viel Missbilligung gegeben, da die Leute befürchteten, die Präsenz der Polizei in den Städten würde durch den Umzug abnehmen. Das Innenministerium und der Polizeipräsident hatten daraufhin versucht, die Kollegen und Einwohner zu beruhigen. Letztendlich war die Maßnahme durchgesetzt worden. Im Jahr 2014 war das neue PPOWL feierlich eröffnet worden. Der Unmut vieler Kollegen hatte jedoch nach wie vor nicht abgenommen. Sie fühlten sich schlichtweg vom Innenministerium wie Inventar verschoben. Machen wir mal einen kleinen Sprung. Nachdem Weber halt nach dem Urlaub wieder zurück in seinem Kommissariat war, hatte er da erstmal seine Arbeitskollegen begrüßt und dann erstmal geschaut, was für neue Arbeit auf ihn wartet. Und an dieser Stelle steigen wir dann wieder ein. Weber kehrte mit einem großen Stapel Akten ins Büro zurück. Es war genauso, wie er es erwartet hatte. In den über 3 Wochen war das Fach mit Akten und Anzeigen vollgestopft worden. Als er die zahlreichen Anzeigen sah, verabschiedete sich spontan ein Teil seiner Erholung. Bevor er allerdings die Akten aus dem Fach nahm, ging er in die einzelnen Büros und begrüßte die Kollegen. Von den insgesamt 12 Sachbearbeitenden in der Abteilung waren außer ihm noch 5 Kollegen anwesend. In der Ferienzeit war die Abteilung immer dünn besetzt, was die Aufteilung der Anzeigen auf wenige Sachbearbeiter zur Folge hatte. Weber blieb kurz in jedem Büro stehen und sprach mit den Kollegen über seinen Urlaub. Dieses Geplänkel war eine angenehme Möglichkeit, das gute Miteinander zu erhalten. Zum Abschluss der Runde ging er zu seinem Chef Jakob Dörmann. Er war bei Webers erster Runde nicht da gewesen. Die beiden begrüßten sich per Handschlag und Weber musste erneut von seinem Urlaub erzählen. Anschließend berichtete Dörmann, was sich in seiner Abwesenheit ereignet hatte. Bis auf mehrere versuchte Enkeltricks und einige Diebstähle zum Nachteil älterer Leute war jedoch nichts Außergewöhnliches passiert. Alles wie gehabt, endete Webers Chef schließlich. Ein Haufen Arbeit und keine Aussicht auf mehr Personal. Ich denke, daran wird sich auch bis zu meiner Pensionierung nichts ändern. Dörmann war 57 Jahre alt und seit 4 Jahren Webers direkter Vorgesetzter. Bevor er zur A3 gewechselt war, hatte er die Leitung der Kriminalwache und Aktenhaltung innegehabt. Weber arbeitete gern mit und für ihn. Da es nichts mehr zu besprechen gab, blieb Weber nichts anderes übrig, als sich seine Vorgänge zu schnappen und ans Werk zu gehen. Er legte die Unterlagen auf einem Aktenbock neben dem Schreibtisch ab, den er für die Ablage seiner Eingänge vorgesehen hatte. Weil er sich nicht dazu überwinden konnte, mit der Arbeit zu beginnen, nahm er seine Tasse und holte sich einen Kaffee aus der Küche. Es bringt leider nichts, murmelte er danach, öffnete das Mailprogramm und begann seine dienstlichen Nachrichten abzurufen, die sich angesammelt hatten.
Nachdem der Posteingangsordner aktualisiert worden war, befanden sich ganze 127 Mails darin. Na, herzlichen Glückwunsch, dachte Weber und startete die Abarbeitung. Einige löschte er sofort, ohne sie zu lesen, andere prüfte er genauer. Er hatte sich erst durch 53 Nachrichten gekämpft, als Dürmer mit einem dicken Aktenstapel unter dem Arm das Büro betrat. Tut mir leid, dass ich dir das auch noch aufs Auge drücken muss, aber du kennst sowohl die Materie als auch den Tatverdächtigen am besten. Dürrmann legte den Aktenstapel vor ihm auf den Schreibtisch, sodass Weber den Aufkleber mit dem Namen des Beschuldigten lesen konnte. Anton Lesniak. Seit 9 Jahren arbeitete er nun in der A3 und schon in den ersten Monaten als Sachbearbeiter hatte er mit Lesniak zu tun gehabt. Seitdem war der Kerl immer wieder im Zusammenhang mit Betrügereien aufgefallen, meist wegen Manipulationen an Pkw. Lesniak hatte in den Jahren diverse Autohandel betrieben. Er kaufte ebenfalls Fahrzeuge, die er etwas aufgefrischt hatte. Ob durch die Manipulation von Tachoständen oder das Verschweigen von kleineren Schäden oder Mängeln, alles Mögliche war dabei gewesen. Oft fiel das im Nachhinein auf und die Käufer erstatteten Anzeige. In einigen Fällen konnte sich Lesniak vor einer Verurteilung retten, indem er sich mit den Käufern auf Schadenersatz einigte. Er war auch zu 2 Geldstrafen und einer Haftstrafe von 2 Jahren auf Bewährung verurteilt worden. Was hat er denn diesmal angestellt, fragte Weber. Er hat Autos über das Internet bei Autoscout, mobile.de und eBay verkauft. Käufer haben untereinander irgendwie Kontakt bekommen und sich über das Internet ausgetauscht. Lesniak hat wohl Fahrzeuge verkauft, bei denen entweder der Tachostand manipuliert wurde oder es andere erhebliche Mängel an den Wagen gab. Diese reichten von defekten Bremsen über Getriebeschäden bis zu durchgerosteten Unterböden. Einige hatten sogar noch einen neuen TÜV, obwohl sie die Abnahme nie hätten bestehen dürfen. Davon wurden welche sogar sofort stillgelegt, als die Käufer damit in die Werkstatt kamen. Bei der Staatsanwaltschaft sind bis jetzt 18 Anzeigen gegen Lesniak eingegangen. Die stammen aus NRW, Niedersachsen, Hessen und aus Brandenburg. Die Staatsanwaltschaft hat die Anzeigen zu einem Sammelband zusammengefasst und du hast jetzt die glorreiche Aufgabe, das Verfahren zu bearbeiten, floss Dürrmann mit einem Grinsen. Da bin ich aber begeistert. Andreas Simon saß in einem dünnen Bademantel gehüllt im Garten des Paradise an der Bodelschwingstraße. Das Paradise war ein Luxusbordell, das zum Imperium von Renner gehörte. Simon war Stammgast und kam mindestens einmal die Woche her. Nach dem Telefonat am Morgen und in den daraus entstandenen Schwierigkeiten, die er hoffte gelöst zu haben, hatte er sich ein wenig Entspannung verdient. Die Lieferung, von der Renner am Morgen berichtet hatte, schien doch nicht so problemlos zu laufen. Es gab Komplikationen mit einem Lieferanten aus Polen, der sich nicht an den vereinbarten Preis halten wollte. Simon hatte den Anrufer angewiesen, ihm deutlich zu machen, welche Konsequenzen es für ihn haben könnte, wenn er sich nicht an die Vereinbarung hielt. Er ging davon aus, dass sich die Sache damit erledigt hatte, zumal er dem Anrufer noch 1-2 Tipps gegeben hatte, was er dem Lieferanten sagen sollte, um diesen zu überzeugen. Es war immer gut, etwas über die Leute zu wissen, mit denen man zusammenarbeitete. Das galt sowohl für Geschäftspartner als auch für den Chef. Simon bemerkte, dass jemand hinter seinen Liegestuhl trat. »Hallo Andreas«, brummte eine ihm vertraute Stimme. Der Mann trat vor. »Urs, wie geht es dir?« »Wie ich sehe, lässt du es dir gut gehen«, sagte Urs Fischer. Er war einer der 3 engsten Vertrauten von Renner. Fischer war 10 Jahre älter als Andreas und einen Kopf größer. Er hatte einen rasierten Kopf und eine sportliche Figur. Simon fragte sich oft, ob Fischer diese Figur dadurch bekam, dass er als Renners Vertrauter für die Aufsicht der Bordelle zuständig war und deshalb so viel ficken konnte, wie er wollte. Das tat er, wie Simon wusste, obwohl er verheiratet war und 2 Kinder hatte. Fischers Frau war eine ehemalige Prostituierte, die er in einem der Bordelle Renners kennengelernt hatte. Es ging das Gerücht um, die beiden hätten es beim Sex so doll getrieben und das Kondom wäre geplatzt. Daraus resultierende Zwillinge und eine Ehe. Andreas Simon musste allerdings zugeben, dass er überrascht gewesen war, dass Fischer keine Abtreibung angeordnet hatte, statt diese Frau zu heiraten. Gut möglich, dass Renner dahinter steckte und Fischer die Frau und die Kinder sehr wohl lieber weggeschickt hätte.
Urs arbeitete einige Jahre länger für Renner und Simon hatte immer das Gefühl, Fischer traute ihm nicht zu 100%. Er war zwar der jüngste der drei Vertrauten, aber dennoch loyal. Der dritte, Peter Craig, war einige Jahre nach der Eröffnung des ersten Autohauses zu den beiden gestoßen. Simon hatte sich, seit er für Renner arbeitete, ausgiebig über die beiden anderen informiert und deshalb wusste er, dass sich Renner und Fischer schon seit der Schulzeit kannten. Sie hatten gemeinsam Renners erstes Autohaus eröffnet und der Aufstieg der Gruppe ging maßgeblich auf diese Zusammenarbeit zurück. Ich hatte einen anstrengenden Tag im Büro und dachte mir, dass ich etwas Entspannung verdient habe. Auf mich wartet ja auch niemand zu Hause, wollte er sich diesen Seitenhieb nicht verkneifen. Fischer verstand den Wink und lächelte. Auf mich auch nicht, entgegnete er und zwinkerte Simon zu. Marina ist das egal, wann ich nach Hause komme. Wahrscheinlich telefoniert sie eh wieder mit den ganzen Abend mit ihren Eltern und bereitet ihren nächsten Besuch vor. Fischers Frau stammte aus der Ukraine und nutzte jede Gelegenheit, zu ihrer Familie zu fahren oder besser gesagt, von ihrem Ehemann wegzukommen. Urs zog sich einen Stuhl heran, setzte sich direkt ihm gegenüber. Er sah sich kurz um und überzeugte sich davon, dass sie allein waren, er fragte. Wie ich höre, erwartest du in den nächsten Tagen eine größere Lieferung? Simon griff zum Bier, das neben ihm auf einem Tisch stand und nahm einen großen Schluck, um Zeit zu gewinnen. Dieser Themenwechsel gefiel ihm nicht. Normalerweise kümmerte man sich in Renners Imperium nicht um die Belange der anderen. Es war bis jetzt erst einmal vorgekommen, dass sich Fischer nach einer Lieferung erkundigt hatte und das nur, weil es eine wirklich große Lieferung gewesen war und somit ein enormes Risiko. Die nun anstehende Lieferung war weit von den Ausmaßen der damaligen entfernt. Warum fragst du? Wollte Simon wissen. Ich hoffe, dass diesmal alles glatt geht, antwortete Urs indirekt auf die Frage. Einen solchen Patzer wie beim letzten Mal können wir uns nicht leisten. Unsere Kunden werden nervös werden, wenn die Ware wieder verloren geht. Und das ist nie gut fürs Geschäft. Ich denke, da stimmst du mir zu. Renner wird das genauso sehen. Simon nahm einen weiteren Schluck seines Biers. Willst du mir drohen? Fragte er mit einem Lächeln auf den Lippen. Nein, brummte Fischer und stand auf. Es war nur ein gut gemeinter Rat an einen Geschäftspartner, alles zu tun, damit die Geschäfte weiter gut laufen. Fischer wartete die Antwort von Simon nicht ab, sondern drehte sich um und ging ins Haus. Ja, das war es erstmal für den ersten Teil. Ja, das war ja schon sehr spannend. Lass uns mal über deine Figuren sprechen. Stell die doch bitte mal vor. Also die Hauptfigur ist, ja, kann man sagen, der Kriminalhauptkommissar Marc-André Weber, von dem wir ja auch schon einiges gehört haben. Er arbeitet halt beim Polizeipräsidium Ostwestfalen-Lippe, das in Bielefeld ansässig ist, das es aber in der Form halt gar nicht gibt. Das habe ich mir halt ausgedacht, um auch so ein bisschen Abstand, ja, sag ich mal, zu meinem tatsächlichen Beruf zu bekommen, weil ich halt beim Polizeipräsidium Bielefeld arbeite und deswegen habe ich halt diesen anderen Namen gewählt. Und der Marc-André Weber arbeitet da in der Abteilung 3. Das ist der Bereich Betrug. Wie vorhin schon mal kurz erwähnt, gibt es da zahlreiche Arten des Betruges. Enkeltrick, den man vielleicht kennt, und eBay-Betrügereien und so weiter. Und der Kommissar ist verheiratet, hat 3 Kinder, 3 Jungs. Und der jüngste Sohn, der hat das Down-Syndrom. Da gehe ich dann aber im weiteren Verlauf des Buches dann noch weiter drauf ein, weil das auch so als privater Strang, sag ich mal, schon eine Hauptrolle in dem Buch und auch in den folgenden Büchern spielt. Und in diesem ersten Buch ist halt sein, ja, Widersacher, kann man ruhig sagen, der Georg Renner, der halt mit den illegalen Geschäften sehr viel Geld verdient hat, der sich bis jetzt eigentlich hauptsächlich auf, ja, den Bereich der Drogen konzentriert hat, der aber auch mehrere Bordelle betreibt und halt auch im Autohandel, im legalen wie im illegalen halt aktiv ist. Und der hat halt noch seine 3 Vertrauten, von denen ich ja auch gerade schon ein bisschen was vorgelesen habe.
wobei der Andreas Simon da im Laufe des Buches auch die ja, entscheidendere Rolle spielt, sage ich mal, im Gegensatz zu den anderen oder die Hauptrolle von diesen dreien. Und im Laufe des Buches, was ich am Anfang auch schon mal angedeutet hat, kommt der Georg Renner dann auf die Idee, noch einen neuen ja, Geschäftszweig in An- und Abführungszeichen einzuführen. Und dabei geht es dann tatsächlich um ja, den Handel mit Kindern. Wo spielt dein Buch genau? Also der Großteil der Handlung spielt halt in Bielefeld und ja, teilweise halt noch im Kreis Gütersloh. Und ja, aber man kann schon sagen, dass das Hauptaugenmerk halt auf in diesem ersten Teil jetzt noch auf Bielefeld gerichtet ist. Magst du gleich mal weiterlesen? Ja, sehr gerne. Ich steige jetzt halt wieder ein mit dem Georg Renner, der in seinem Büro einen neuen Geschäftspartner empfängt, mit dem er halt den gerade schon erwähnten neuen Geschäftszweig etablieren möchte. Georg Renner saß am Schreibtisch und nippte an seinem Kaffee. Dabei las er auf dem Laptop einen Bericht aus der Wissenschaftsabteilung seines Unternehmens. Es ging um die neuesten Fortschritte, die im Bereich der DNA-Forschung gemacht wurden. Renner hatte schon immer ein Faible für den Bereich Genetik gehabt, seit er auf dem Gymnasium Biologie als Leistungskurs belegt hatte. Nach dem Abitur hätte er sehr gern in dem Bereich studiert, aber leider bezog sich seine Leidenschaft für die Schule nur auf diesen einen Bereich, sodass es nicht für einen Studienplatz gereicht hatte und er in einem ganz anderen sein Glück suchte und schließlich fand. Sobald sein Erfolg jedoch eingesetzt hatte und er etwas Geld erübrigen konnte, steckte er dieses in den Aufbau einer Firma, die sich der Forschung im Bereich Genetik gewidmet hatte. Renner war der Vision erlegen, durch die Ergebnisse seiner Forschung ein Mittel gegen Krebs und andere Krankheiten zu finden. Sein Vater war qualvoll an Lungenkrebs gestorben und Renner wollte dieses Schicksal anderen Menschen ersparen. Soweit seine Motivation am Anfang. Später, als die ersten Erfolge der Forschung einsetzten, merkte er schnell, dass sich damit auch viel Geld machen ließ. Ab diesem Zeitpunkt war es ihm relativ egal, ob tatsächlich Menschen durch die Forschung der Firma gerettet wurden. Klar war das noch ein Nebeneffekt der Forschung, aber mehr interessierte ihn das Geld. Vor allem das Geld, das sich damit verdienen ließ, in Bereichen zu forschen, die nicht immer ganz legal oder moralisch einwandfrei waren. Renner war mittlerweile allerdings dank seiner anderen Geschäfte nicht mehr der moralischste Mensch. Als Renner fast am Ende des Berichts angekommen war, der, wie er zufrieden feststellte, sehr positiv ausfiel und möglicherweise zum größten Geschäft seines Lebens werden konnte, klingelte das Handy. Ja, sagte er nur. Ich bin unten, entgegnete die männliche Stimme am anderen Ende der Leitung. Ich mache auf, du weißt ja, wohin du musst. Renner drückte auf einen Knopf am Schreibtisch und öffnete damit die Eingangstür an der Seite des Gebäudes. Dieser hatte lediglich Zugang zum Aufzug, der direkt in den 8. Stock und somit zu seinem Büro führte. Dieser Eingang war nur für Besucher gedacht, die nicht durch das ganze Gebäude gehen sollten. Renner wollte nicht, dass bestimmte Leute von den Mitarbeitern gesehen wurden, die am Wochenende arbeiteten. Seine Sekretärin hatte samstags frei, sodass der Besucher für andere unbekannt bleiben würde. Kurze Zeit später klopfte es an Renners Bürotür. Er verstaute den Laptop in der oberen rechten Schublade seines Schreibtisches und verschloss diese, bevor er herein lief. Der Mann, der daraufhin das Büro betrat, war Ende 30, 1,80 groß und hatte einen durchtrainierten Körper. In seinen mittellangen braunen Haaren steckte eine Sonnenbrille. Trotz des heißen Wetters trug er einen schwarzen Anzug und ein Hemd mit Krawatte. Seine rechte Hand umschloss den Griff einer Aktentasche aus Leder, die teuer aussah. Renner erhob sich und ging dem Mann entgegen. Hallo Freddy, wie geht es dir? Kann ich klagen, antwortete Freddy. Der Firmenboss wies auf einen Sessel am Konferenztisch und Freddy setzte sich. Kaffee? Fragte Renner. Gern. Schwarz bitte, antwortete Freddy. Renner schenkte eine Tasse Kaffee ein, nahm seine eigene und setzte sich Freddy gegenüber.
Nachdem sie ein paar Minuten zwanglos geplaudert und den Kaffee genossen hatten, kam der Boss zur Sache. Hast du die Unterlagen dabei? Freddy nickte und öffnete seine Aktentasche. Ich habe alles auf einen USB-Stick gespeichert und ebenfalls zum Lesen ausgedruckt. Er überreichte Renner eine Mappe, in der sich einige eng beschriebene Seiten Papier und der angesprochene USB-Stick befanden. Der Firmenchef nahm die Mappe entgegen und überflog kurz die ersten Seiten. Du wirst feststellen, dass die Berechnungen genau das wiedergeben, was ich dir bei unserem letzten Treffen gesagt habe. Der Markt hat sich innerhalb von 12 Monaten um ein Vielfaches vergrößert und das Angebot an neuer Ware wird in den nächsten Jahren noch steigen. Zudem melden sich immer neue Kunden bei mir, die bereit sind, Höchstpreise für gute Ware zu zahlen. Jetzt ist genau der Zeitpunkt, an dem wir unser Geschäft ausweiten sollten, bevor die Kunden sich an jemand anderen wenden. Deshalb sollten wir jetzt expandieren und das Unternehmen in dein Imperium einbinden. Das Geschäft passt prima zu deinen anderen Unternehmungen, von denen ich so gehört habe. Renner sah von den Unterlagen auf und schaute Freddy an. Nichts für ungut, meinte dieser und hob eine Hand. Wenn wir die Sache schnell und konsequent angehen, können wir noch dieses Jahr einen mindestens 6-stelligen Gewinn machen. Einen hohen 6-stelligen Gewinn. Renner studierte noch einen Augenblick die Unterlagen, während Freddy seinen Kaffee austrank. Guter Kaffee, brummte er. Kann ich noch eine Tasse haben? Renner nahm Freddys Tasse und ging zur Anrichte neben seinem Schreibtisch. Erst als er sich wieder an den Konferenztisch setzte, fing er an zu reden. Okay, die Unterlagen sehen gut aus. Etwas anderes habe ich aufgrund unserer guten Zusammenarbeit in den letzten Jahren auch nicht erwartet. Renner machte eine kurze Pause und Freddy nahm einen Schluck von seinem Kaffee. Wie sieht es mit den Vorbereitungen aus? Ich habe 2 Objekte im Auge, die sich als Unterkunft eignen würden. Beide sind im Besitz eines anderen Maklers. Ist auch besser so, da ich dadurch nicht direkt im Zusammenhang mit denen auftauche. Diese Objekte liegen etwas außerhalb der Stadt, also perfekt für unser Vorhaben. Also gut, wir machen es wie besprochen. Wir gliedern das Projekt in meine Firma ein. Damit läuft es offiziell unter dem Mantel der Renner Group. Haben wir genug Leute, um dem Ganzen einen seriösen Anstrich zu geben? Freddy nickte. Von der Seite aus ist nichts zu befürchten. Wie gesagt, unsere Kunden werden alles Personen sein, die gut verdienen und über ein gewisses Ansehen verfügen. Außerdem liefern wir ihnen hervorragende Ware, die sie sonst nicht so leicht bekommen würden, wenn überhaupt. Renner hatte zwar immer noch ein leichtes Unwohlsein, wenn Freddy über die Ware sprach. Immerhin handelte es sich um Kinder und Jugendliche. Doch Geschäft war nun mal Geschäft. Und dieses war ein hervorragendes. Und zwar hatte ich ja vorhin schon mal ein Stück vorgelesen, wo es darum ging, dass der Kriminalkommissar Weber einen neuen Fall bekommen hat mit dem Beschuldigten Lesniak. Da ging es ja um Manipulation am Pkw. Die Sache ist weiter fortgeschritten. Und zwar gab es eine Durchsuchung in der Werkstatt von dem Lesniak. Da sind einige Sachen sichergestellt worden. Und jetzt ist es dann halt soweit, dass die ganzen Akten durchgesehen wurden und der Kommissar die Asservate, die er nicht mehr braucht, an den Lesniak zurückgeben möchte. Weber betrat das Büro und blickte in das lächelnde Gesicht seines Kollegen Phil Power Anderson. Der stand von seinem Platz auf und umarmte Weber. Well, Brad, my friend, sagte er, wie sieht es aus? Anderson und Weber kannten sich bereits seit über 10 Jahren. Sie hatten in einer Ermittlungskommission zusammengearbeitet und sich sofort super verstanden. Phil Anderson war der Sohn eines deutschen Diplomaten und einer Schottin. Seine Eltern hatten sich kennengelernt, als Andersons Vater in London tätig gewesen war. Die Mutter war damals als Dolmetscherin in der deutschen Botschaft tätig. Anderson hatte die ersten 20 Jahre seines Lebens in London verbracht. Danach war er nach Bielefeld gezogen, der aus irgendeinem Grund in Deutschland leben wollte. Damals hatten seine Großeltern noch in Bielefeld gewohnt. Er war bei ihnen eingezogen und hatte sich entschieden, Polizist zu werden. Da er deutscher Staatsbürger war, hat es in dieser Hinsicht keine Probleme gegeben. Nun wohnte er zusammen mit seiner Freundin Steffi im Haus der Großeltern, die bereits seit einigen Jahren tot waren. Andersons Eltern lebten mittlerweile in der Heimat seiner Mutter in den schottischen Highlands.
Sein Vater hatte sich dort einen Traum erfüllt und eine kleine Whisky-Destillerie eröffnet. Anderson war damals schon in der A3 gewesen und hatte Weber dazu überredet, sich ebenfalls für diese zu bewerben. Seitdem saßen sie gemeinsam in einem Büro. Aber schön, dass du zurück bist, sagte Weber. Wie war der Urlaub? Hat Steffi nun endlich genug von dir? Im Gegenteil, Anderson grinste bald. Sie kann jetzt noch weniger die Finger von mir lassen als vor dem Urlaub. Was macht die Familie? Weber setzte sich und erzählte Anderson von Leons Krankenhausaufenthalt. Die Miene seines Kollegen zeigte deutlich dessen Betroffenheit. Fuck, murmelte Anderson. Wie geht es ihm heute? Besser, antwortete Weber und fuhr währenddessen seinen PC hoch. Nachdem wir aus dem Krankenhaus raus waren, schien zum Glück alles wieder wie sonst auch zu sein. Das bedeutet wohl, dass er keine Folgeschäden hat. Ich hoffe nur, die Anfälle hören irgendwann ganz auf. Nicht, dass später durch die Vielzahl der Anfälle etwas zurückbleibt. Anderson nickte. Hamburg, wollte er dann nach einem kurzen Moment des Schweigens wissen. 3 Stunden, 15 Minuten und 27 Sekunden, antwortete Weber. Warst schon mal besser. Anderson zwinkerte ihm zu. Der Kerl mochte es, ihn zu foppen. Was läuft hier so? Fragte sein Kollege schließlich. Weber berichtete kurz von den neuesten Gerüchten und weihte ihn dann in den Fall Lesniak ein. Du kannst mich übrigens gleich begleiten. Ich will Lesniak die Unterlagen zurückbringen. Why not? Anderson zuckte mit den Schultern. So komme ich aus dem Büro heraus. Du weißt ja, Außeneinsätze liegen mir eher. Weber brauchte noch knapp 2 Stunden, um die Unterlagen so weit vorzubereiten, dass er sie zurückgeben konnte. Um kurz vor 10 luden er und Anderson die Ordner in den Dienstwagen und machten sich auf den Weg zu Lesniak. Wie geht es eigentlich jetzt mit Leon weiter? Fragte Anderson, als sie den Hof des Präsidiums verließen. Wie vorher auch. Weber reihte den Wagen in den fließenden Verkehr ein. Morgen wird er wieder zur Kita gehen und dann hoffen wir, dass sich die Anfälle nicht so schnell wiederholen. Ansonsten können wir erstmal nichts tun. Das heißt, wir können noch zu einem Orthopäden gehen und nachschauen lassen, ob Leon etwas an der Wirbelsäule hat. Aber das war's auch schon. Weber seufzte. Anderson erinnerte sich noch genau daran, wie er mit seinem Freund vor Leons Geburt oft zusammengesessen und über das Thema Down-Syndrom gesprochen hatte. Er hatte bemerkt, dass Weber und Juna es sich mit der Entscheidung nicht leicht machten, ob sie das Baby bekommen sollten oder nicht. Allerdings hatte Anderson keine Sekunde daran gezweifelt, dass sie sich für dieses kleine Würmchen entscheiden würden. Seit der Geburt von Leon merkte man, dass er das Leben der Familie absolut bereicherte. Es verging kaum ein Tag, an dem Anderson nicht irgendwelche Fotos von Leon gezeigt wurden oder Weber ihn über die neuesten Entwicklungsschritte des Kleinen informierte. Webers Kollege hatte dieses Schwelgen in Erinnerungen gerade beendet, als sie auf das Gelände von Lesniaks Werkstatt einbogen. Weber fuhr durch das offene Tor und hielt direkt vor der Werkstatt. Komisch, brummte er und schaute sich um. Was denn? Fragte Anderson. Das Haupttor ist offen, aber das Tor zur Garage ist geschlossen. Außerdem sieht und hört man keine Arbeiter. Vielleicht machen sie gerade Pause, meinte Anderson. Weber öffnete die Fahrertür und stieg aus. Anderson folgte ihm. Zielstrebig ging Weber zur Tür des Büros und zog am Türgriff. Sie war nicht verschlossen. Er betrat das Büro, während Anderson davor stehen blieb. Das Büro war leer. Wo ist Lesniak? Weber runzelte die Stirn. Sein Bauchgefühl meldete sich. Etwas kam ihm äußerst seltsam vor. Vielleicht in der Werkstatt, schlug Anderson mit einer Gegenfrage vor und nickte in Richtung des Gebäudes. Weber schaute sich im Büro um und entdeckte an der rechten Wand eine Tür, die vermutlich in die Werkhalle führte. Er marschierte darauf zu, zog auch hier am Türgriff und auch diese war nicht verschlossen. Er schaute kurz zu Anderson, der nun ebenfalls das Büro betrat und zur Verbindungstür kam. Weber machte einen Schritt in die Werkhalle und schaute sich prüfend um. Im Durchgang direkt gegenüber befand sich eine Hebebühne, auf der ein alter PKW stand. Links daneben war eine zweite Hebebühne. Auf dieser thronte kein Fahrzeug, dennoch war sie hochgefahren. Am linken Rand der Bühne stand eine Person mit dem Rücken zu ihm. Lesniak, dachte Weber sofort. Hinter ihm betrat Anderson die Werkhalle.
Weber wollte Lessen ja gerade ansprechen, als er bemerkte, dass der zu schweben schien. Seine Füße berührten den Boden nicht. Zudem wirkte er merkwürdig schlapp und der Kopf fing zur Seite. Ein Seil verband Lesniaks Hals mit der hochgefahrenen Hebebühne. Scheiße. Nachdem Weber und Anderson näher an den Werkstattleiter herangetreten waren und zweifellos festgestellt hatten, dass er tot war, verließ Weber zügig die Halle, um die Mordkommission zu alarmieren. Während er telefonierte und auf eine Verbindung zu A1 wartete, sah er wieder den schwarzen Retriever, der vor dem Haupttor lag und ihn anschaute. Sehr merkwürdig, brummte er, wurde jedoch durch den Leiter der A1 abgelenkt, der das Gespräch annahm. Als Weber kurz darauf wieder zum Tor schaute, war der Hund weg. Er beendete das Telefonat, ging zum Haupttor und blickte die Straße links und rechts hinab. Von dem Hund war nichts zu sehen. Weber drehte sich um und betrachtete die Werkstatt. Erneut kam ihm eine Erinnerung an eine Hebebühne und einen Retriever in den Sinn, der sich allerdings nicht verfestigte. Anderson trat aus der Tür des Büros und winkte ihn zu sich. Ja, das war dann erstmal soweit der zweite Teil. Das war sehr interessant. Lass uns mal über die Entstehung von dem Buch sprechen. Verrat uns doch mal so ein bisschen, wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist. Auf die Idee bin ich gekommen, weil ich halt schon seit frühester Kindheit, sage ich mal, immer sehr gerne und sehr viel gelesen habe und da natürlich vor allen Dingen auch Krimis dann. Und ja, irgendwann, als ich dann halt auch bei der Polizei war und dann habe ich mir irgendwann gedacht, ja, mein Gott, das könntest du doch eigentlich auch mal versuchen. Du hast jetzt selbst so viel Erfahrung gesammelt und ein bisschen von dem kannst du vielleicht auch in die Bücher einfließen lassen. Und ja, wenn ich mir dann immer mal so Krimis im Fernsehen angeschaut habe, so wie den Tatort oder andere Krimis, dann habe ich mich immer aufgeregt und geärgert, ja, wie das da so dargestellt wurde, wie einfach immer diese Ermittlungen waren, wie schnell man da ein Handy orten konnte und solche Geschichten. Und dann habe ich mir gedacht, ja, vielleicht könnte man das ja auch mal so schreiben, abläuft und trotzdem noch eine spannende Geschichte rausmachen. Und dann habe ich irgendwann mal angefangen. Und ja, dann aber erstmal nicht weitermachen können, weil halt die Kinder noch klein waren und ja, damals noch Wechseldienst, da kam man halt nicht dazu. Und dann hat es halt lange Jahre erstmal so vor sich hingeschlummert. Und dann irgendwann, ich kann jetzt noch nicht mal sagen, aus welchem Grund, kam halt wieder der Antrieb zu sagen, so, jetzt wäre doch eigentlich eine gute Gelegenheit, das Ganze mal zu Ende zu bringen. Und dann war ich auch längere Zeit mal krankgeschrieben wegen einer Knie-OP. Und in der Zeit hat es dann halt wieder gejuckt in den Fingern, sag ich mal. Und dann habe ich halt wieder angefangen zu schreiben und habe es dann halt auch durchgezogen und es tatsächlich auch geschafft, dann einen Verlag zu finden, der halt das erste Buch dann ja veröffentlicht hat. Warum bist du Autor geworden? Ja, wie gesagt, weil ich halt immer schon gerne gelesen habe und weil ich dann festgestellt habe, dass es mich halt reizen würde, halt auch mal selbst so eine Geschichte zu schreiben, die halt auch in so einem Umfeld spielt, was man kennt, wo man die Gegend halt kennt. Und als die Idee dann halt so reifte, das dann auch tatsächlich mal in die Tat umzusetzen, habe ich dann halt auch beim Vorbereiten und beim Schreiben halt gemerkt, dass es unheimlich viel Spaß gemacht hat. Und da bin ich dann halt dran geblieben. Und dann kam halt immer noch so peu à peu so weitere Ideen, wie man halt die ganze Geschichte dann fortsetzen konnte. Und so ist dann halt nach dem ersten Teil noch ein zweiter, dritter und demnächst kommt der vierte Teil dann heraus entstanden. Du hast mir im Vorfeld schon verraten, dass du viel und auch gerne liest. Was liest du denn gerade? Also ich lese tatsächlich halt ja fast ausschließlich Krimis, sag ich mal so. Und ja, gerne halt auch die skandinavischen und britischen Krimis.
Und zurzeit lese ich halt einen Krimi, den die Schöpferin von Harry Potter geschrieben hat. Das ist die Serie mit Cormoran Strike, einem Privatdetektiv. Und da bin ich gerade beim dritten Band der Serie. Wo finden wir dich denn bei Social Media? Also zum einen bei Facebook unter meinem Namen halt, Michael Gietzek. Dann gibt es noch einen Instagram-Account und relativ frisch noch eine Website, michaelgietzek.de, die ich jetzt ja gerade so fertiggestellt habe. Aber das meiste, das läuft halt schon über Facebook, wo ich dann halt auch immer wieder was poste zu neuen Büchern oder Lesungen. Ja, genau. Aber demnächst halt, wie gesagt, auch einiges dann über die Website. Wo können wir denn jetzt dein Buch kaufen? Also das Buch, das ist bei Tradition oder Tradition, ich weiß gar nicht genau, wie man das jetzt ausspricht, das ist ein Self-Publishing Verlag. Da kann man das kaufen und natürlich auch ja, bei Amazon oder man geht halt im Buchladen und kann es da auch ganz normal dann bestellen. Was wünschst du dir von deinen Lesern? Ich würde mich halt freuen, wenn ich Rückmeldungen bekomme, weil wie gesagt, ich mache das halt hobbymäßig und bin nach einigen, ja, soll man das sagen, Rückschlägen und Enttäuschungen halt auch dazu übergegangen, vieles halt selbst zu machen. Dazu gehört natürlich auch so ein bisschen das Ganze zu lektorieren und ja, das halt selbst in die Hand zu nehmen in der Hinsicht. Und da ist man natürlich über jede Kritik von Rechtschreibfehlern, wenn es zu viel wird oder sonstigen Sachen, die den Leuten aufgefallen sind, was man verändern könnte oder auch Vorschläge, wie es vielleicht weitergehen sollte oder was man da noch irgendwo, in welche Richtung sich da ein oder andere entwickeln könnte, ist man natürlich dankbar, weil, wie gesagt, wenn man viel selbst macht, da geht eben natürlich auch schon einiges, auch wenn man da noch andere Leute mit einbindet, das mal so Korrektur lesen oder vorab lesen. Aber wie gesagt, da das halt alles mehr oder weniger selbst gemacht ist, bleibt dann natürlich immer noch ein bisschen was und darauf hingewiesen zu werden, hilft einem dann natürlich bei den anderen Büchern. Und wer Ideen, Anregungen für irgendwelche Lesungen hat oder ja, was in der Richtung, der kann sich natürlich auch sehr gerne über Facebook oder Instagram bei mir melden. Ja, Michael, wir sind leider schon am Ende, aber ich würde mich freuen, wenn du natürlich auch mit den anderen Teilen zu mir kommst. Du bist wieder Sehr herzlich gerne. eingeladen. Es war sehr Sehr gerne. schön und ja, vielen Dank. Ja, ich danke auch, dass ich die Gelegenheit hatte, hier mein Buch vorzustellen und freue mich auf die nächsten Male. Ja, kommst du noch dreimal wieder? Oder dann mit Teil 5 oder einem ganz anderen Buch. Sehr gern. Ja, da habe ich tatsächlich auch was angefangen. Eine ganz andere Geschichte, aber das wird noch ein bisschen dauern. Aber damit komme ich dann auch sehr gerne wieder. Sehr schön, da freue ich mich. Dann wünsche ich dir heute noch einen schönen Tag. Ja, nochmal vielen Dank und bis bald. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Emilia. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Meine Lesung.